Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Heute gibt es die... Ich muss hier gar nicht draufstehen, fuck. Ich glaube MP7. Ja, es geht um die MP7. So, zuerst natürlich wieder hier unser Sponsor. Skinny Baloni Tantaloni. Ihr kennt die Seite, ja? Wenn ihr Skins verkaufen wollt, zack, könnt ihr da hingehen, die alle reinstellen, verkaufen und dann habt ihr halt echtes Geld in der Hand. Nicht irgendwie Steam-Guthaben oder so ein Schotter, der halt nur auf Steam verfügbar ist, der Guthaben? What? Sondern echtes Geld auf euer Bankkonto oder PayPal-Konto oder sonst wo. Mit der Seite sind wir mittlerweile, ich glaube, seit 2 Jahren verpartnert und das ist wirklich tipptopp. Also ich kann mich nach wie vor nicht beschweren. Es nutzen sehr viele Leute von uns, da kann sich auch keiner beschweren. Läuft alles. Die 2 Sachen, die bei mir mal praktisch schief gelaufen sind oder die mich gestört haben, lagen beide an mir. Also, ja, meistens ist es ja der User, der so ein bisschen behindert ist. Aber genug der netten Worte. Fangen wir jetzt direkt mit Platz 10 an, okay? Gut. Platz Nummer 10! Da haben wir die MP7 Motherboard. Ja, ist halt Motherboard-Optik, ne? Der Preis ist auch dementsprechend passend, ne? 8 Cent, 9 Cent, 13 Cent. Die, die ich aufgemacht habe, das war die hier unten im Minimalware. Wo ist sie? Hier, die hier. 15 Cent. Ja, also. Na, weiter geht's. Da ist der 9. Platz doch schon interessanter, denn hier haben wir einen kompletten weißen Skin. Also, überall. Mit weiß bedeckt. Das ist jetzt hier in Minimalware-Ausführung. Also, fast überall, ja? Sowas ist ja dann doch recht schick. So viel zu dem Aussehen des Skins, weiß halt. Der Preis wiederum ist happig, sehr happig. Minimalware 116 Euro. Für 2,20 Euro kann man hier einen Field-Tested ergattern. Die geht auch noch, so viel dazu. Auf dem 8. Platz liegt die MP7 Mischief. Habe ich eben auch schon 8 gesagt? Nee, ne? Das gerade eben war 9, jetzt ist Platz 8, nur dass wir da ne, auf einer Ebene sind. Die sieht ganz cool aus, erinnert von der Bemalung minimal. Nicht von der Farbwahl, aber von der Art. Ein bisschen an die Fever Dream. Es scheint auch so mit Kreide drauf gewurschtelt zu sein. Zumindest wirkt es hier in diesem Zustand so. Ich glaube, es ist viel testet, das Ding hier. Geht schon ganz gut klar, ne? Und auch der Preis geht eigentlich schon. Komm, der Preis geht. 9 Cent so im Schnitt, beziehungsweise... Die sind alle. Die liegen alle bei 9 Cent, okay? Nun folgt Platz 7 und eine kleine Information am Rande. Morgen ist wieder Livestream. 18 Uhr geht's los, ja? Dienstag, seid dabei. Da kommen langsam die richtig schicken Waffen zum Vorschein. Die Cirrus oder Cirrus ist hier am Start. Das ist ein schönes Blau. Dieser Kopf sieht cool aus hier, dieser Gears of War oder was weiß ich, was das für ein Kopf sein soll, hoppala. Lecker. Die war bei uns ja auch schon diverse Male in den Livestream-Giveaways. Ja, ist eine coole Sache. Eine coole MP7. Und jetzt lasst euch doch gerade mal diesen coolen Preis schmecken. Auch 9 Cent, so in dem Bereich. Ja klar, hier oben ist eine Instantrack, 71 Cent, Minimalware. Also da kann man mit einem Euro, kann man da sich wirklich, wir gucken mal kurz, Moment. Wo sind wir denn? Wo ist denn der Euro? Wo ist der Euro-Bereich? Ja, ja, komm mal hier. Minimalware, Instantrack, 82 Cent. Aber ist der 6. Platz genauso gut? Ja, da würde ich schon ganz klar zustimmen, oder? So eine Fade. Also, es gibt andere Waffen, wo der Skin besser aussieht, beziehungsweise Knives, auf denen der Skin besser aussieht. Aber auch hier kommt er ganz gut zur Geltung. Ja, ja, okay. Da ist doch schon etwas mehr Bums dahinter. Ah, deutlich mehr. Hier hört es schon auf, okay. 100 Euro Max und Min 16. 10 Euro in Minimalware ist scheinbar hier der günstigste Preis. Naja, würde ich mir jetzt nicht kaufen, aber... Ach so, noch eine ganz kleine Anmerkung wegen dem nächsten Giveaway. Das hätte eigentlich jetzt schon am Wochenende starten sollen, aber samstags kam kein Video. Wir waren letzte Woche dann zum Ende der Woche hin, als dieser freie Tag war, waren wir unterwegs. Und deswegen habe ich das jetzt noch nicht fertig. Es kommt jetzt aber dann morgen oder übermorgen online. Ich bedanke mich jetzt einfach schon mal für alle Aktivitäten, die ihr so raushasselt, auch wenn gerade keins läuft. Ja, natürlich hat jeder einen riesigen Bonus verdient, der aktiv ist, ohne dass ein Giveaway läuft, ja. Ist immer wieder schön zu sehen, dass ihr halt auf YouTube am Start seid, dass man Rückmeldungen hat und dass man eben auch Kommentare hat und auch dann die Likes, beziehungsweise die Daumen an sich, dass die Daumenfunktion genutzt wird, ne. Dankeschön. Wobei hier, glaube ich, gar nicht so viele reinschauen, das muss ich in der Matchmaking nochmal sagen. Trotzdem. Platz Nummer 5. Special Delivery. Soll das briefmarkenmäßiges Design sein? Also wegen Special Delivery, bitteschön. Ist das so Briefmarken, Wisst ihr, was ich meine? Cooles Teil, vor allem mit den Details, alles schön gemacht. Der Preis auch? Ja, naja, der Preis geht so, würde ich sagen. 1,30 Euro, Stat-Track in Field-Tested. 1,03 Euro, 75 Cent, fast Minimalware, aber noch Field-Tested. Ja, da muss man schauen, also wenn einem sowas zusagt, muss man halt genau gucken. Was ich euch immer empfehlen kann, ihr sucht eure Waffe, indem ihr halt hier oben auswählt, was ihr sucht, SMG, MP7 und in dem Fall eben Special Delivery und dann klickt ihr hier auf
Lowest Price. Ja. Weil es gibt natürlich auf jeden Fall, so wie auf allen anderen Plattformen auch, auf denen die User bestimmen können, für wie viel sie was verkaufen, gibt es natürlich Kackangebote. Ja, das ist klar. Darum sortieren und die guten raussuchen. Eine Lecky Schmecky, frisch vom Becky Powercore. Grün halt. Erinnert mich an einen Häcksler. So einen Gartenhäcksler. Oder halt, ja, irgendein Powertool, eine grüne Bohrmaschine oder sowas. Aber mich erinnert die direkt an einen Häcksler. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat er mal einen Häcksler, der P-Core hieß oder Powercore, keine Ahnung. Als ich damals im Labor im Klärwerk geschafft habe, war ich auch ab und an draußen mit am Helfen und da haben wir Grünzeug geschnitten. Also das Klärwerk ist zumindest bei uns eine riesige Anlage und die haben halt auch viel Grün außenrum. Und da haben wir mit einem riesigen Häcksler dann das Zeug verhäckselt. Das war echt ein fettes Teil, da hättest du jemand reinschmeißen können. Vielleicht hatte der so eine Markierung. Vielleicht hat er sowas in der Art, das kann sein. Ja, jetzt kommen dann wieder die Top 3. Ihr könnt also wieder raten, was meine Top 3 sind und eure eigene Top-Liste aufschreiben. Top 3, Top 10, Top 5, wie auch immer. Seid ihr bereit? 3, los geht's. Ich glaube, das war gar nicht so schwierig, meinen dritten Platz auszubaldowern. Es ist die Empire. Ich habe die schon ein paar Mal gezeigt und auch genannt, eben im Livestream, in anderen Videos, wie auch immer. Und gesagt, dass mir das Teil ganz gut gefällt. Ne? Es ist grün, es hat lustige Gesichter drauf, beziehungsweise eben kleine Idrises ist es. Und von daher halt auch schnucklig, ne? So. Dritter Platz. Und der Preis geht hier sogar. Na gut, das sind eher die kaputten. Hier legt man dann schon etwas mehr hin. Trotzdem ein schönes Teil. Trotzdem Platz 3. Und jetzt kommt Platz 2. Tja, Nemesis. Schönes Gesicht. Gelb und silbergrau Stufen. Vom Preis würde ich mich dennoch, ja gut, jetzt nicht zwingend distanzieren wollen, aber so richtig krass. Also, ich weiß nicht, Nemesis. Factory New, 5,66 Euro. Das ist schon ein Wort. An sich ist es schon ein Wort. Aber auf der anderen Seite, wie oft spielt man die MP7? Dass man so einen hohen Betrag ausgibt für so eine Waffe. Also ich spiele sie dann doch eher nicht. Daher kommen wir jetzt auch direkt zum ersten Platz, weil ich ja auch nicht viel zu sagen kann. Ne? Ich habe die halt nie in der Hand. Aber der erste Platz, den kennt man schon. Also ich denke, da werden jetzt einige, die vielleicht noch nicht wissen, was jetzt wohl kommt, dann sagen, ach ja, natürlich. Na, oder? Bloodsport. Klar, war klar. Die Katze ist drauf, Ninja, Voltaik. Ganz viele tolle Sachen hier unten, der von, na, wisst ihr, was ich meine? Captain Shepard, irgendwas. Boost. Es läuft einfach bei dem Teil. Gibt's auch als AK, oder? Oder als SG? Und wisst ihr was? Für den ersten Platz ist der Preis auch echt bodenständig. Guck mal, in Minimal wäre 4 Euro. Das geht wirklich ganz gut rein, eigentlich, der Preis. Das war's dann wieder mit dem aktuellen Top 10 Video. Es freut mich, dass es nach wie vor auch im Jahre 2019 noch Zuschauer findet. Es ist wohl immer noch interessant, was da wohl meine Meinung zu diesen Skins ist. Es gibt wohl auch noch ein paar, die das als Anleitung nutzen, wenn sie sich neue Skins kaufen wollen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder im Video. Gestern kam mal wieder ein Macht Spaß. Wer es noch nicht gesehen hat, direkt zurückrudern. Es ist eine Folge Hitman. Es steht zwar nicht Macht Spaß im Titel, aber es ist eine Macht Spaß Playlist, weil, ja, das ist halt ein Macht-Spaß-Video. Von daher, ab dahin. Ich habe ein paar alte Memes ausgegraben für euch. Und ja, wenn ihr es morgen anschaut, ist um 18 Uhr Livestream, dienstags. Bis gleich oder so.